Ihr habt also die Königin gerettet, hm? Ihr seht mir gar nicht so besonders aus. Mhm. Hm, ihr kommt mir bekannt vor. Haben wir uns schon zuvor getroffen? Haben wir? Die Königin hat mich gebeten, sich hier zu treffen. Ah, Vulkelwacht, natürlich. Willkommen in Tanzelville. Vielleicht erreicht ihr bei ihrer Majestät mehr als wir. Ja, vielleicht. Ja, willst du abschließen. Favoritin der Königin, ich bin froh, dass ihr hier seid. Wir sind nach Tanzelville gekommen, um die Geister unserer Ahnen zu ehren, aber jetzt sind sie über alle Maßen entschlossen, uns zu töten. Warum würden eure Ahnen euch töten wollen? Eine hervorragende Frage, auf die ich keine Antwort habe. Meine geliebte Schwester, unsere Königin, hat uns hergebracht, um eine Zeremonie durchzuführen. Es ist in Wahrheit eher ein politisches Spektakel, um den Segen der Toten zu erhalten und diesen ganzen Unsinn. Schwebt die Königin irgendwie in Gefahr? Wenn die Gefahr sie nicht von alleine findet, wird sie nach ihr suchen und sie zum Abendessen einladen. Sie ist in den Ruinen vor uns und berät sich mit dem Schlachtenvogt. Sie sind fest entschlossen, die Zeremonie abzuschließen. Seid eine treue Untertanin und seht zu, dass sie überlebt. Das tut ihr doch, oder? Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich schwöre, es ist wie eine Heimkehr zum Neujahrsfest. Die Familie trinkt seit den Mittagsstunden und jeder will euch tot sehen. Wer sind diese Leute? Oh, ihr wisst, wie es ist. In den Gewässern vor dieser Insel gibt es große Meeresungeheuer. Kleinere Kreaturen hängen an ihren Flanken und fressen das, was sie von ihrer Beute übrig lassen. Genauso ist es mit den Adligen hier an Land. Warum muss die Königin dieses Ritual abhalten? Immer wenn ein neuer Monarch den Thron besteigt, gibt es endlose Rituale und Zeremonien. Ich selbst hatte schon mehr als die Hälfte des 88-tägigen liturgischen Gesangs hinter mir, der für eine Thronbesteigung nötig ist. Dann ist meine liebe Schwester zurückgekehrt. Mhm. Ihr hättet den Thron besteigen sollen, bevor die Königin zurückkehrte? Oh ja, als unser großer Vater König Hedelid, möge seine Regentschaft auf ewig ruhmreich sein, von uns ging, sollte sie eigentlich die Zeremonien in Angriff nehmen. Doch dann verschwand sie, einfach, puff, weg, ehe sie auch nur das Labyrinth der Sabiarchen betreten hatte. Ist das eine weitere zeremonielle Pflicht? Ja. Und so fiel es mir zu, die verlangten 3555 Tage, die Gebräuche und Zeremonien der Altmeer zu studieren. Ja, gut. Aber ich schweife ab. Ich glaube, der ist etwas pisst. Kann das sein? Könnte, oder? Ein bisschen pisst auf seine Schwester. Weißt du, er rackert sich ab, ne? Und dann kommt sie und... Hallöchen, da bin ich. Wir rufen unsere verehrten Ahnen auf. Wobei ich mag sie lieber als ihren Bruder, aber trotzdem. Eure Ahnen schämen sich für euch, Usurpator. Die Schleierkönigin ist die rechtmäßige Erbin. Und Norion wird eure Herrschaft Meine Königin, beenden. Vorsicht! Hi. Nun, das hätte besser laufen können. Vielleicht liegt es an dem ganzen Unsinn mit dem königlichen Wir. Wir berufen uns auf unsere Ahnen. Das ist doch eher herablassend, nicht wahr? Hm. Nun, ihr seid die Königin. Erinnert mich nicht daran. Diese Zeremonie soll ganz Auridon zeigen, dass ich die Kultur und das Vermächtnis unseres Volkes ehre. Sie soll zeigen, dass unsere Ahnen mich als ihre rechtmäßige Erbin ansehen. Ich schätze, unsere Ahnen haben ihre ganz eigenen Pläne. Warum hat dieser Geist euch bedroht? Ich weiß es nicht. Es fiel der Name meines Beraters Norion. Ich glaube, ihr seid ihm in Vulkelwacht begegnet. Meine Freundin, irgendetwas ist hier aus dem Ruder gelaufen. Juhu. Ich hasse es, euch erneut um Hilfe bitten zu müssen, aber mir bleibt keine andere Wahl. Sagt mir nur, was ich tun soll. Es gibt noch zwei weitere Priesterinnen anderswo in den Ruinen. Zwei Frauen, denen ich vertraue. Falls Norion sich wirklich gegen mich gewandt hat, fürchte ich um ihr Leben. Steht ihnen bei, während sie ihren Teil der Zeremonie durchführen. Beschützt sie. Wie ihr wünscht, meine Königin. Diese Zeremonien sind wichtig für mein Volk. Also sind sie mir auch wichtig, schätze ich.
Was werdet ihr tun, meine Königin? Natürlich die Rituale fortsetzen. Die Priesterinnen warten auf mich. Ich lasse mich doch nicht von ein paar ruhelosen Toten daran hindern, das zu vollenden, was ich begonnen habe. Warum müsst ihr diese Rituale durchführen? Es ist, wie ich es bereits sagte, die Zeremonien sind für das Volk. Sie gehören seit jeher zur Krönung eines neuen Monarchen der Altmeer. Das Volk ist wegen meiner längeren Abwesenheit ohnehin bereits nervös. Es muss wissen, dass es mir vertrauen kann. Warum würde Norion sich gegen euch wenden? Und wer ist die Schleierkönigin? Ich habe keine Ahnung, wer die Schleierkönigin sein könnte. Vielleicht die Anführerin dieser Gruppe, die man das Schleiererbe nennt. Und meiner Einschätzung nach würde Norion seine eigene Mutter verkaufen, wenn er davon ausgehen könnte, auf dem Markt einen guten Preis für sie zu erzielen. Denn ist Norions Verrat also keine große Überraschung? Norion war ein überzeugter Unterstützer meines Vaters. Und nach dessen Tod unterstützte er Naemons Anspruch auf den Thron. Er war sehr lautstark in seiner Enttäuschung darüber, dass ich zurückkehrte, um mir die Krone zu nehmen. Für Norion ist das alles nur ein Spiel um die Macht. Und ich spiele nicht nach seinen Regeln. Ich bin dem Erbe in Cisselene begegnet, nachdem wir uns in Wolkewacht getrennt hatten. Wirklich? Ich hoffte, Astania hätte nur irgendeine Art kleine Splittergruppe angeführt oder einer Bande gewöhnlicher Schläger einen etwas vollmundigen Namen verliehen. Aber wenn sie eine ganze Stadt angreifen können, in der Lage sind, hier über Norion an mich heranzukommen, bei den Sternen, dann sind sie eine ernsthafte Bedrohung. Okay. Da ist nur eine Priesterin. Servus. Vorsicht, kommt dem Stein nicht zu nah. Er scheint dunkle, nekromantische Energien auszusenden. Was ist das für ein Ding? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er wirkt bedrohlich, oder? Diese Steine sind über Nacht überall an entscheidenden Punkten in den gesamten Ruinen aufgetaucht. Es ist kein Zufall, dass der Zorn der Ahnengeister genau an jenem Tag geweckt wurde. Ich bin sicher, es gibt da eine Verbindung. Er sieht ganz sicher nicht natürlich aus. Nein, tut er nicht, oder? Hier sind finstere Mächte am Werk. Ich habe ein mächtiges, heiliges Symbol der Altmeer, das früher an diesem Ort für Segnungen verwendet wurde. Ich dachte, ich könnte versuchen, es auf den Stein anzuwenden. Aber ich habe Angst und nicht den Mut dafür. Wärt ihr bereit, es zu versuchen? Ja, überlasst es mir. Meine Götter, es hat funktioniert. Ihr habt den Stein zerstört. Was soll ich mit eurem heiligen Symbol tun? Behaltet es fürs Erste. Ihr könnt es brauchen. Falls noch weitere von diesen Steinen auftauchen, werde ich nach euch suchen. In der Zwischenzeit sollte ich die Königin über unsere Fortschritte in Kenntnis setzen. Wäre nicht verkehrt. Okay, dann gucken wir erstmal. Da ist ein Buch. Okay. Nehme ich auch erstmal mit. Jetzt suchen wir uns dann mal einen schönen und ruhigen Ort. Hier ist der Regen, ein Witz gewesen. Ja, es soll ja noch was kommen, glaube ich. Schau mal. Es lädt sich erstmal zu Tode. Ja, heute Nacht. 23 0 Uhr rum. Once lift the wind so drauf, das glaube ich. Das glaube ich dir aufs Wort. Hab extra etwas durchzugemacht. Ja, Wind kann schon um einiges helfen. Mit Travel! Habt ihr sie gesehen? Sie hat versucht, mich zu töten. Kolanvi ist ein Ahnengeist. Sie spukt durch diesen Hain und war schon immer boshaft. Aber so gewalttätig habe ich sie noch nie erlebt. Wo ist dieser Geist? Sie liegt auf der Lauer, um sich auf mich zu stürzen, sobald ich meine Verteidigung vernachlässige.
Ich kann die Zeremonie der Königin nicht zu Ende bringen, solange ihr sie nicht von dieser Ebene verbannt. Seid vorsichtig. Sie wird euch die Kehle herausreißen, wenn ihr ihr auch nur die kleinste Möglichkeit dazu bietet. Hi. Servus. Nein. Wunderbar. Ihr habt es geschafft. Jetzt muss ich das Ritual durchführen. Mögen die Geister unserer Ahnen uns segnen und leiten, auf dass wir ihr Andenken mit unseren Taten und unseren Gedanken ehren. Mögen die Ahnen euch für eure Gebete segnen. Erstmal Schock. Schock des Lebens. Danke. Schön. Könnte warm sein. Erstes Essen heute. Neben der Gurke. Ja. Ja. Ich kann halt nicht genug von euch kriegen. Ich gucke immer nur, ob es jetzt endlich mal ausgemacht hat. Oh, okay. Nein, Spaß. Ich muss mich doch um die Olle kümmern hier, damit sie was im Magen kriegt. Nicht, dass sie abmagert. Ich hab ihr da Dip mitgebracht. Nicht, dass sie ihn vergisst. Nee, tappen. Das geht auf Fetter? Sag mal, jetzt ist aber mal gut hier. Wieso denn Fetter? Ach, Netter. Ja, Netter. Hä? Ich bin's gewöhnt, dass er mich die Olle nennt. Ja. Ganz liebevoll bei uns. Was hast du gemacht? So blöde hier heute zu sagen. Hybrid. Hybrid. Ich bin gar nicht blöd. Ist frech und gemein. Doch, du bist blöd. No. Aber auf eine ganz liebevolle Art und Weise. Das stimmt. Frisches gibt's nicht mehr. Gibt nur noch Frieden. Waren die lange noch hier? Ja. Noch ein bisschen gekommen wahrscheinlich. Aber ich wollte nicht, dass sie platzen. Nee, die sind perfekt. Tot. Ja, schmeckt. Mit meinem eigenen Salz. Wein. Leiste. Achseln. Bisschen Stirn. Kronjuwelen. Ja, das ist ja die Leiste. Kronjuwelen, ja. Ich auch nicht, Hybrid. Ich auch nicht. Ja, dann. Guten. Danke. Wie lange ist mein Schatz noch wach? Die schläft sogar schon. Die kleine Maus rum. Ich meine nicht den Hund. Ach so, weil du mein Schatz. Ach, mich meinst du? Ja, ein bisschen noch. Okay. Gut. Jo. Du bist doof. Ich hoffe, das weißt du. Ja. Gut, er will's Frieden, ja. Was hab ich denn gesagt? Hm. Ich
weiß schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ach, der Hund! Schatz, der Hund. Ich lach mich zu Tode. Bitte nicht. Wir brauchen den noch. Darüber lachst du. Wusste ich schon gar nicht mehr, dass ich das gesagt habe. Wenn du noch was brauchst, ich hab nichts mehr. Das ist gut. Ja. Danke. Licht aus? Nee, bitte nicht. Okay. Dankeschön. Ach ja. Geht sofort weiter. Ich mach ganz kurz. So. Wo muss man hin? Nach hinten. Alles klar. Kriegen wir hin. Der ist der nächste Stein. Das war super. Noch sehr sinnvoll. Dann in die Richtung. Ja, fast perfekt abgepasst. Beschützt mich, während ich zu den Ahnen bete. Ja, yeah, bet du mal. Hilft auch nicht mehr. Euch segnen. Nein. Ist die alte bald mal fertig? Mögen die Ahnen euch durch eure Tage leiten. Von euren demütigen Gebeten und euren Opfergaben geehrt. Das Ritual geehrt ist vollendet. Ihr dürft gehen. Juhu! Dann geben wir erstmal den Nebenauftrag ab und dann den anderen. Okay, oder es ist doch beides in der gleichen Ecke.
Gerade runter, gerade unter 30 Grad. Mach ich richtig. Voll Tipps im Kurve mit ihm. Ja. Huch. Ich kann gerade gar nicht angreifen. Also entweder spinnt gerade Internet oder das Spiel spinnt gerade. Jetzt! Jetzt kann ich wieder angreifen. Hä? Was auch immer das eben war. Ich würde es vielleicht auch gar nicht wissen. ja, wieso? Den Templer als CD? Ja. Okay. Also eigentlich nach dem Guide, den ich hatte, war das die Skillung für den DD tatsächlich. Also ich weiß es nicht, ich lasse mich auch gerne noch belehren, aber wie gesagt, oder mir wurde zumindest ein Guide empfohlen und nach dem bin ich gegangen und deswegen habe ich das jetzt so gemacht, wie ich hier gerade spiele. Wie gesagt, ich lasse mich da gerne noch eines Besseren belehren. Weil es hieß, wenn ich Tank spielen wollte, soll ich auf Leben. Und DD wäre Magika oder Ausdauer halt. Weil Zerstörungsstab ist halt überhaupt nicht meins. Ich kämpfe halt überhaupt nicht damit geben. Ist halt gut beim Zauberer, ja. Ja, es geht. Kann ich nach dem Stream einmal machen, ja. Beziehungsweise, wie gesagt, mir wurde halt gesagt, ne, von jemandem, dass ich halt auf Magika und auf Ausdauer gehen soll. Weil Leben wäre halt für Tank. Deswegen habe ich mir halt so gesagt, okay, gut, so. Da ich ja immer noch umskillen kann, habe ich mir da jetzt auch nichts Großartiges weiter dabei gedacht. Ja, oder halt alles nur keine Stäbe. Aber halt am liebsten mit Schwert, ja. Am allerliebsten. Ich bin so ein Schwertmensch, aber kein Tank. Also mit was ich auf gar keinen Fall spielen will, ist halt Stab. Mein Stab ist irgendwie. Was für faszinierende Steine diese Artefakte sind. Ich frage mich, wo sie hergekommen sind. Mag ich nicht so. Wollt ihr euer heiliges Symbol zurück? Nicht so lange, bis auch der letzte Stein vernichtet ist. Soweit ich das sagen kann, ist nur noch einer übrig.
Okay. Dann töten wir den erstmal, den Stein. Muss ich mir um den Schmetterling Sorgen machen? Ja, ich kann ihn einfach. So. Etwas ist geschehen. Die Geister scheinen wieder fügsam zu werden. Was meint ihr? Ihr habt es geschafft. Ihr Wahnsinn ist von ihnen abgefallen. Und die Ahnengeister haben wieder Frieden gefunden. Aber seid vorsichtig. Ich kann noch immer Reste nekromantischer Energie wahrnehmen. Die Steine waren mächtig. Wir werden ihren Einfluss wohl noch eine Weile spüren. Hallo, Iron. Meine Freundin kehrt zurück. Wurden die Rituale abgeschlossen? Sind die Priesterinnen in Sicherheit? Ja, meine Königin. Was für eine Erleichterung. Vielen Dank. Nun kommt der heikle Teil. Das letzte Ritual muss im Grabmal der Ahnen durchgeführt werden. Dort, wo vermutlich die mächtigsten Toten hausen. Ich weiß, Aaron. Wobei, in letzter Zeit spielen wir es ja öfter. In letzter Zeit spielen wir es ja wieder öfter. Wenn ich Königin sein will, muss ich der Angst ins Gesicht sehen und sie bezwingen. No. Wie könnte ich von meinem Volk verlangen, an mich zu glauben, wenn ich nicht einmal selbst an mich glaube? Dann wird mein Platz wieder an eurer Seite sein. Ich war eine Kriegerin, bevor ich Königin wurde. Ich kann auf mich aufpassen. Aber dann nicht! Zielstrebig. Und ich weiß, es mangelt euch nicht an Kühnheit. Ich würde eure Gesellschaft begrüßen. Hilfe. Ach so, okay. Es wäre mir eine Ehre. Ich komme zurecht. Ich war eine Kriegerin lang bevor ich Königin wurde. Eure Majestät, lasst mich euch begleiten. Ich sollte euch warnen. Ich wette 3 Münzen, dass Norion unten in den Krypten ist. Ja. Seid ihr sicher? Nun, nein. Doch so wie er diese Geister kontrolliert, muss er irgendwo in der Nähe sein. Die Krypta ist eine verwinkelte Anlage mit vielen Stellen, an denen man ungestört Zauber wirken kann. Seid ihr bereit, euch ihm zu stellen? Ich bin auf alles vorbereitet. Wenn er sich auf die Seite dieser Schleierkönigin geschlagen hat, ist er ein Verräter. Das bedeutet, dass wir ihm den Garaus machen, hier und heute. Seid ihr dabei? Immer doch, Iron, immer. Du kennst uns doch. Wir haben auch überhaupt keine falschen Gedanken oder sowas. Nach euch, meine Königin. Wir sind doch überhaupt nicht niveaulos, nein. Hier ist heute nicht das Geringste passiert im Stream. Ihr seid keine Königin, Iron. Den ersten Teil glaube ich dir den Rest vergessen. Komm schon! Und lasst die Schleierkönigin uns zum Ruhm führen. Hi. Mein Schwert ist durstig. Nein, sind wir nicht, Ryan. Sind wir nicht. Überhaupt nicht. Ein Hinterhalt. Passt auf. Wieso? Ich will nicht länger als notwendig hier unten bleiben. Doch gar nicht. Da! Na! Das übersteht er schon. Von euch ab, Iron. Ah, ja. Außerdem war, glaube ich, nicht von Wasser die Rede. Ich glaube, Blut ist da eher. Die Dinge, die ich für mein Volk ertrage. Das Elixier für Schwert.
Zerstört diesen Kristall dort drüben. Ich übernehme den Kristall bei der Tür. Mach das mal. Aua. Ich wollte gerade sagen, die Frau hat jetzt nicht mal gewartet. Das war einfach nur ein Grafikbug. Aber sie wartet auch trotzdem nicht. Die rennt trotzdem einfach durch. Was Aufgaben mit Kind machen und Stream schauen ist anstrengend. Das glaube ich dir. Die Königin wird uns anführen. Das glaube ich dir aufs Wort. Der Vater da sehen ruhig, bis sein Ende kommt. Und wenn man selbst nicht 100% fit ist, Drecksackkette. Oh no! Dann gute Besserung. Gut, dass ihr hier unten seid, meine Freundin. Wer hat gesagt, dass wir Freunde sind? Gemeinsam? Es war nie die Rede davon, dass wir Freunde sind. Ihr könnt nicht ändern, was kommen wird. Nein, ich wollte mich nicht heilen. Ja. Passt. Es fühlt sich gut an, wieder mein Schwert zu ziehen. Hi. Hinter dieser Tür liegt die Ahnenkammer, das Herz von Tansilville. Wenn ich mein Ritual beende und den Segen meiner Ahnen erhalte, wird mich das Volk endlich als König Tamliens Erben akzeptieren. Dann durch da. Hi. Törichtes Mädchen. Ich diene der Schleierkönigin. Sie ist unsere wahre Anführerin. Naja. Okay, wir lassen sie noch nicht mal zu Ende aussehen. Geil. Ware als Meer verkehren nicht mit Wilden und Tieren. Höflichkeit sind für die. Norion hat bekommen, was er verdient hat. Mögen die Ahnen uns segnen mit ihrer Weisheit und ihrem Schutz. Die Ahnen ehren eure Gebete. Möge das Licht der Acht euch segnen und leiten. Auf dass eure Regentschaft lang und friedlich werde. Es ist vollbracht. Und jetzt raus aus diesem finsteren Ort. Juhu. Folgt mir. Stimmt doch nicht, wenn ich vorrenne, oder? Ihr habt alles riskiert, um mir zu helfen. Das werde ich nicht vergessen. Jederzeit, meine Königin. Ihr seid zu bescheiden. Vielen Dank, meine tapfere und edle Freundin. Bis wir uns wiedersehen, wohin immer unsere Wege uns auch führen mögen. Ich will aber keinen Bogen haben. Auf den Straßen, meine Freundin. Ihr seid ein wertvolles Gut für das Dominion. Und für mich natürlich. Habt ihr einen Augenblick Zeit für meine Fragen, Euer Majestät? Natürlich, meine Freundin. Unser kleines Abenteuer hier hat auch in mir ein paar Fragen aufgeworfen. Ist dem so. Macht ihr euch keine Sorgen wegen der anderen Höflinge? Sorgen, dass sie sich wie Norion gegen uns wenden könnten? Das glaube ich nicht.
Norion gehörte zur alten Garde und mochte mich nie besonders. Die meisten anderen, die wir auf unserem Weg treffen werden, treten tatsächlich für einen echten Wandel ein. Wie beseitigen wir das Schleiererbe? Offene Verräter wie Norion bringen wir sofort zum Schweigen, keine Frage. Das Problem dabei ist, dass gerade solche Verräter die Flammen der Unzufriedenheit nur noch weiter anfachen. Wenn ich mein Volk nicht bald für mich gewinnen kann, wird das Erbe mich beseitigen und nicht umgekehrt. Was werdet ihr jetzt tun? Wir halten unterwegs Dutzende von Malen, damit ich meine Reden auf Bauernhöfen und einsamen Anwesen halten kann. Ich glaube, mein nächster größerer Auftritt ist erst in Himmelswacht. Sie richten ein Fest aus und ich soll mich dabei öffentlich mit meiner Schwägerin Estre zeigen. Da freut man sich immer. Ihr beide steht euch also nicht nah? Wir haben füreinander nicht viel übrig, nein. Mein Bruder hat meine Rückkehr alles in allem recht gut aufgenommen. Ich glaube nicht, dass seine Frau sich ähnlich versöhnlich zeigt. Sie wollte Königin werden. Juhu.